Feinschmeckertouren, Folge 318. Feinschmeckertouren. Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen. Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir eine Sternenfolge. Wir greifen nämlich nach den Sternen und zwar kulinarisch. In dieser Folge hörst du das Menü, welches wir genießen hier im Schlosshotel Friedrichsruhe vom Zwei-Sterne-Koch Boris Rommel gekocht und er wird auch zu uns an den Tisch kommen. Er wird uns erklären, was er uns servieren wird. Wir sind total gespannt auf die beiden Menüs. Wir werden einmal das Menü Chef bekommen und einmal das Menü Legüm, also vegetarisch. Das wird bestimmt ziemlich fantastisch, glaube ich. Und vor allem wird es für dich auch eine spannende Folge, weil du dann ja mit uns die Erfahrung teilen kannst, einmal mit Fleisch und einmal fleischlos. Und jetzt geht's dann auch schon gleich los. Ja, aber bevor es losgeht, Tina, also wir sitzen ja hier schon allein wunderschön. Das Gourmet-Restaurant Le Cerf ist sehr klassisch gehalten, ein schöner französischer Stil. Dunkles Weinrot an den Wänden, schöne Kronleuchter über den Tischen. Ja, ein sehr angenehmer Teppich. Super eingedeckte, schöne, runde Tische hier mit ja, ganz witzigen Figuren auf dem Tisch und vor allem sehr besonderen Gläsern, die wir hier auf dem Tisch stehen haben. Und der Aperitif ist ja schon drin. Ein Champagner, ein Rosé von Pommery und du hast dich für die alkoholfreie Variante entschieden. Genau, ich habe heute die alkoholfreie Begleitung gewählt und deshalb habe ich den Bratapfel von Jörg Geiger im Glas. Ja, so kann für mich der Abend super starten. Das ist ein wunderbarer Beginn, weil tatsächlich, wenn du Bratapfel hörst, hast du ja eine Assoziation, wenn du schon mal einen Bratapfel gegessen hast. Und genau das habe ich auch hier im Glas. Und tatsächlich ist es dann auch so, wenn man so dichte, ja, alkoholfreie Getränke, Sekte im Glas hat, vermisst man auch wirklich den Alkohol überhaupt nicht. Ich bin gespannt auf die Weinreise, die mir empfohlen wird hier vom Sommelier und die ganz filigranen Brioche-Noten, die dieser Rosé-Champagner hier im Glas entfaltet, die lassen schon echt die Spannung steigen auf das, was noch kommt. Zum Aperitif eine Kleinigkeit vorweg. Ich fange mit dem Holzkörbchen an. Wir haben ein kleines Karottenmus in einer Kugel eingepackt mit rosanem Ingwer. Hirschgeweih ganz links, geröstetes Focaccia. Wir haben ein bisschen Frischkäse dabei, alter Balsamico, Olivenöl, getrocknete Tomate. In der Mitte eine kleine Milchschnitte. Das Ganze ist ummantelt mit dunkler Schokolade, Pumpernickel, Ananas, Basilikum. Und ganz rechts Langostino gebeizt, Yuzu und Wasabi. Als Alternative haben wir dann für Sie zur Karottenkugel haben wir das Ganze hier drüben. Wir haben ein Couscous mariniert in einer Karottenpäckchen eingepackt als Alternative zwecks der Kakaobutter, weil da ist Kakaobutter mit dabei. Wir haben in der Mitte Mangoröllchen, das Ganze gefüllt mit Avocado und als drittes die Milchschnitte ohne die Schokolade, also nur die reine Milchschnitte mit Ananas und Basilikum. Super. Viel Spaß. Danke. Vielen Dank. Der Auftakt mit diesen Kleinigkeiten, der war schon richtig gut. Also das Farbspiel, was ich hier auf meinen Löffeln hatte und was auch auf diesem Hirschgeweih saß, so war nämlich die Präsentation. Das hat sich tatsächlich im Mund, sowohl im Geschmack als auch im Mundgefühl beim Essen für mich wiedergespiegelt. Also ich hatte zum Beispiel bei dem einen Löffel das Gefühl, da wurde mit Ingwer wie so ein kleiner Kaviar gemacht und der ist dann auch so wie fast geplatzt in meinem Mund und ja, das ist herrlich. Genau, wir kommen als nächstes zu unseren Warm Snacks. Dazu gibt es so ein kleines Gläschen immer von uns dazu. Inspiration 4.8, Sauvignon Blanc, Mirabelle und Blüten. Einfach so frisch, leicht, Frühlingsdüfte beim Start. Und beim Herrn gehen wir ins Rheingau, aber der Wein ist in Rheinhessen. Das macht der Ahmet Yildirim. Wie man hört, ist das ein türkischer Landsmann,
der da unten Wein produziert unter dem Brand Y Sommelier. Bleu de Noir, also ein Spätburgunder, weiß gekeltert, schöne, ausgewogene Säure, so ein bisschen was Frisches zum Einstieg. Ich finde immer, dass der Übergang vom Champagner zum Wein nicht zu intensiv wird. Viel Vergnügen. Vielen Dank, das klingt sehr gut. Wir haben ein bisschen was Kaltes, wir machen mit kleinen warmen Geschichten weiter. Ich fange bei der Dame an als Alternative. Ist ja ein bisschen provinzialisch angehaucht. Wir haben ein Ratatouille, wir haben gegrillte Paprika, gegrillte Zucchini, Aubergine, eine Rui von der roten Paprika und eine Basilikum-Vinaigrette. Bei Ihnen ein Ei gefüllt mit Räucheraal, Kartoffelschaum, schwarzer Kaviar. Auf dem schwarzen Stein haben wir dann Hefeteig gebacken, gefüllt mit Gänseleber und Birne. Und goldenes Tableau, ein Mini-Ei Benedikt. Das heißt, wir haben einen Toast, groß ausgebacken, Hollandaise dabei, pochiertes Wachtelei, Joselito Schinken. Viel Vergnügen. Darf ich fragen, Joselito Schinken heißt was? Joselito Schinken heißt, es ist ein Eichelmastschwein aus Spanien, was eben nur mit Eicheln gefüttert wird. Und das Besondere daran ist noch, dass der Schinken mindestens immer 36 Monate reift, bevor der überhaupt verkauft wird. Also der hat einen unglaublich intensiven Geschmack. Das ist schon so ein bisschen auf der Zunge, so eine ganz eigene Geschichte. Also man sagt auch, es wäre der beste Schinken der Welt. Das muss natürlich wieder jeder selber für sich wissen. Aber es ist ein ganz besonderer Schinken, der nur mit Eicheln gefüttert wird. Ja. Viel Spaß. Guten Appetit. Danke. Meine Ratatouille mit der Paprika-Rui liegt wirklich sehr farbenfroh in einer kleinen weißen Schüssel. Und dieser Gang ist so ansprechend angerichtet. Also du kannst dir vorstellen, von der Karotte, von der Zucchini und von der Aubergine ganz kleine, fein und sauber ausgestochene Kreise, wo wirklich einer gleich groß ist wie der andere. Schön angebraten, hintereinander aufgeschlichtet, der Form des Tellers ausgerichtet, als ob du Dominosteine aufstellen würdest, die du dann umwirfst und so liegen die hintereinander. In der Mitte diese kleingewürfelte Ratatouille. Also ich frage mich, wie viele Stunden da jemand geschnippelt hat, weil so klein geschnitten, echt irre. Und was fantastisch ist, ist tatsächlich diese Paprika-Rui. Dieses Paprika-Aroma ist so wunderbar rausgearbeitet. Und das alles liegt auf einem grünen See von Olivenöl. Schmeckt fantastisch. Und ich, Tina, verstehe jetzt, was Boris Rommel uns ja im Interview schon erzählt hat, was den Unterschied zwischen einem und zwei Michelin-Sternen außen macht. Also was hier nicht nur fürs Auge schon wunderbar dargeboten wird, ist auch am Gaumen einfach wesentlich filigraner. Es ist viel komplexer. Und es hat hier für mich auch eine ganz klare Handschrift. Es gibt immer eine Basisnote, so empfinde ich das und will es mal bezeichnen, was Kräftiges, was so eben ein Fundament bereitet. Und dann gibt es bei jedem einzelnen dieser kleinen Appetit haben so einen Wow-Effekt, der sich entfaltet und der einfach ein tolles Ausrufezeichen setzt. Ja, und ich habe jetzt eine Frage an dich. Ich möchte jetzt gerne mal wissen von dir, wie hat dieser Gang geschmeckt, der in diesem aufgeschlagenen Tonei geschwommen, gelegen ist, wie auch immer man sagen mag? Weil ich habe eine Nase davon genommen und der war sehr intensiv, die Nase. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben. Ja, tatsächlich hat es wunderbare, aber dezente Rauchnoten gehabt. Ja. Es hat natürlich von dem Kaviar einfach einen schönen, aber nicht dominanten Einschlag gegeben. Auch die Texturen, ja, also die Essenz unten, der Schaum oben, hat wunderbar zusammengepasst. So, jetzt wir weiter mit unserer Variation Brot. Sie haben Ralei von Brot, Sie haben ein Kartoffelbaguette, Laugestangbrot und Sauerteig. Danach eine kleine Menage mit ein bisschen Olivenöl, Malz und Salz und eine Frankfurt-Creme und ein bisschen Butter dazu. Vielen Dank. Genau, und zum ersten Gang sind wir bei der Dame nochmal beim Herrn Geiger. Inspiration 4.6, Birne, Stachelbeere und Paprika. Wir haben das noch ein bisschen verfeinert mit kleinen Perlen, geeisten Perlen von der Guave. Die kommt gleich bei dem Spargelgericht auch nochmal vor. Deswegen
geh mal den Übergang da einmal. Da bin ich neidisch. Du warst meine Lieblingsfrucht. Ja, sie kriegen ja Schlückchen ab. Gehe ich davon aus. Ja. Ich hoffe drauf. Aber ich koche da einfach genau. Meine Frau alles gut. Perfekt. Und beim Herrn machen wir den mal jetzt auch? Da, Burkhard. Ja. Genau, der Herr geht an die Mosel zu Johann Josef Brümm. Wir haben schön Riesling, Spätlese, Bernkasteler Badstube 2012. Brümm immer so die richtige, ja, die Symphonie zwischen einer gewissen Süße und trotzdem ausgewogenen Säure, dass es einfach harmonisch ist. Wir bringen jetzt die Leber bei Ihnen, heißt die Leber braucht so ein bisschen die Süße. Wir haben aber Zitrusaromen vom Herr Rommel dazu bekommen und da brauchen wir einfach diese Säure. Und da wünsche ich viel Spaß. Super, das klingt vielversprechend. Ich beginne bei der Dame. Wir haben gegrillten grünen Spargel, wir haben eine Guaven-Vinaigrette mit dabei. Die Belberknolle haben wir mal weggelassen, das ist ein gereifter Hartkäse, den haben wir mal weggelassen. Blaue Kartoffeln mariniert, wir haben Guaven nochmal als Perlen mit eingebaut und nochmal kleine marinierte grünen Spargel-Schlaufen. Mhm. Guten Appetit. Danke. Gänseleber-Kugelhupf. Wir haben das Ganze ummantelt mit weißem Portwein-Gelee, wir haben eine Grapefruit-Vinaigrette mit dabei. In der Raute Mandarinen-Sorbet, Salbei-Perlen, wir haben eine Cashew-Nuss-Creme und verschiedene eingelegte Zitrusfrüchte. Separat auf dem Tisch, auf dem kleinen Tableau, einen lauwarmen Brioche. Guten Appetit. Dankeschön. Vielen Dank. Bei diesem Foie Gras, da denke ich an diese Honor-Show aus Washington, als Led Zeppelin einen Award bekommen hat. Und der Laudator eingestiegen ist mit dem Wort Led Zeppelin. Mehr musst du nicht sagen. Foie Gras. Ja, Tina, und diese Show war exakt 2012 genau der Jahrgang vom begleitenden Riesling. Also das hat wunderbar gepasst. Man muss hier einfach nicht mehr sagen als genau dieses Wort. Also ja, perfekt. Perfekt war tatsächlich auch mein Gang. Frühling pur auf einem wunderschönen, weißen, großen, runden Teller, der aussieht, als ob er eine Schüssel wäre. Aber tatsächlich, als ich dann den ersten Löffel genommen habe, habe ich festgestellt, dass das nur eine ganz kleine Vertiefung ist. Und in dieser Vertiefung, da ist der See, der Spiegel ist eine Guaven-Vinaigrette und ganz hauchdünne geschnittene Längsstreifen vom grünen Spargel aufgerollt zu kleinen Röllchen sitzen da drin. Dann ein weißer Käse und kleine runde Taler, so groß vielleicht wie ein, zwischen 1 und 2 Cent, würde ich sagen. Rote Beete. Diese Kombination, ah ja, und noch ein bisschen Salat, so ein Frisee-Salat lag da noch ein bisschen mit dabei. Also fürs Auge fantastisch und geschmacklich auch fantastisch, wirklich, weil diese Fruchtsäure einerseits und die Fruchtsüße andererseits mit diesem Gemüse, mit diesem Spargel ganz wunderbar harmoniert. Also Burkhard, ich glaube, wir sollten auch öfters mal ein bisschen dieses Spiel aufnehmen, Gemüse und Obst, das harmoniert perfekt. Weißt du, was ich echt cool finde? Ich denke wieder an diesen Laudator, der seine Laudatio begonnen hat mit Led Zeppelin. Genau, das ist unser Josero-Cocktail. Josero setzt sich aus den Namen Johanna, Celo und Roland zusammen. Das sind unsere 3 Barkeeper, deswegen Josero. Ganz praktisch, wir haben Cero, also Siro. Kein Alkohol. Wir haben unten so ein bisschen die Quitte. Wir haben ein kleines Espuma. Da drauf gibt es ein kleines geeistes Blatt vom Sellerie. Ein Petersilienöl. Und dass Sie es dann auch trinken können, machen wir einmal alles kaputt. Und dann wünsche ich damit viel Vergnügen. Dankeschön. Und dann machen wir beim Herrn gleich weiter. Wir gehen in die französische Jura. Eine Weinregion, die eigentlich sehr unterschätzt wird. Domaine de Pélican, Abois, die Appellation 2017er, ist eine Traminer-Rebsorte. Domaine de Pélican, der Winzer ist eigentlich ansässig im Burgund, hat aber vor Jahren mal in Paris eine Weinprobe gemacht über Jura-Weine und hat sich dann da ein bisschen niedergelassen und macht super schöne Weine.
Man hat so eine Kraft, man hat eine Würze, eine sehr starke Mineralik. Wir haben Vulkangestein, da heißt wirklich diese extreme Mineralik dabei und trotzdem auch eine schöne Frucht. Also ein sehr vielseitiger Wein. Da bin ich gespannt. Viel Vergnügen. Danke. Jetzt. Ich fange wieder bei Ihnen an. Wir haben Bärlauch-Schaumsüppchen. Auf der rechten Seite einen kleinen Brotstick, auf dem Brotstick eine Bärlauchcreme. Wir haben Morcheln mit dabei, rote Zwiebeln. Morchelessenz. Geröstetes Kalbsbiss mit dabei. Wir haben wieder eingelegte Morcheln, ein bisschen Madeira glasiert. Und ich hoffe, man erkennt es, ein kleines gebackenes Brandteiggitter mit unserem Hirschlogo. Mit dem Löffel ein bisschen zerstoßen, dann kann man das einfach mitessen. Guten Appetit. Dankeschön. Wir haben ja hier jetzt wirklich heute Abend schon viel Grün auf unserem Tisch gesehen. Also allein diese grüne Frankfurter Soße, die da zu dem Brot gereicht wird. Aber was jetzt an Grün vor mir steht, das übertrifft tatsächlich alles. Also zum einen dieser Cocktail, der ja beschrieben wurde eben, der schmeckt wirklich ausgesprochen gut. Man sollte es nicht glauben, dass diese Quitte mit dem Sellerie so klasse harmoniert. Und was das wirklich Besondere auch an diesem Cocktail ist, mindestens die Hälfte im Glas ist weißer Schaum. Und der ist so butterweich, also wirklich butterweich, dass er richtig Spaß macht zu trinken. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Fan von Schaumtrinken. Jetzt denke ich mal ans Bier, ja, da habe ich gern das Bier mit wenig Schaum, aber nicht mit ein Drittel Schaum. Und ja, also was gerade vor mich gestellt wurde, das schlägt alles. Das ist so Giftgrasgrün, Frühling pur. Bärlauchsuppe. Nicht nur, dass die fantastisch köstlich duftet und wirklich gefühlt den ganzen Raum erfüllt, das macht richtig an, da mit einem Löffel einzutauchen. Und auch diese Brotscheibe, die nicht nur eine ganz einfache Brotscheibe ist, natürlich hat man da auch Schnickschnackbrot gemacht, ja, die passt natürlich perfekt dazu, weil auf dieser langen Scheibe, eigentlich kann man fast sagen, so wie wenn ich einen Meterstab aufmache, so liegt das ja, am Rand, am Teller. Und darauf haben wir dann wieder so grüne Tupfer von ja, Bärlauch, Creme und Paprika und alles und Morcheln, kleine Stückchen von Morcheln. Und das alles natürlich, also wirklich, als ob mit dem Meterstab oder mit dem Zentimetermaß gearbeitet wurde, mit der Pinzette oder mit vielen Pinzetten sauber, fein angeordnet. Tatsächlich ist es hier wirklich so, was ich bisher erlebt habe, hier ist es ein Genusserlebnis für Auge, Nase, Gaumen. Also, ja, wunderbar. Auge ist ein gutes Stichwort, weil als mir meine Morschel-Essenz präsentiert wurde, da habe ich schon an der Farbe gesehen, dass mich eine wahnsinnig intensive Aromatik erwarten wird. Und genau so war es. Also tiefstes Dunkelbraun. Ja. Diese Morschel-Essenz mit etwas Madeira-Noten dabei, mit dem Kalbsbries drin, was eine tolle Textur hatte im Übrigen. Also das war kross, als es da reinkam und hatte immer noch ein bisschen diese Eigenschaft, aber eine tolle Kombination. Also in der Aromatik war das wirklich Waldboden pur. Ich meine, gut, dieses Restaurant heißt Le Cerf, also der Hirsch. Und ja gut, der Hirsch springt über die Wiesen, wo du Bärlauch findest, aber der versteckt sich natürlich auch im Wald. Also eine ganz tolle Ergänzung und vor allem also Essenz, Essenz, Essenz. Das war Geschmack pur. Ja gut, der Hirsch hat ja den Weg zu dir in den Teller gefunden. Richtig. Und was ich besonders interessant fand an dieser wirklich, naja, man könnte sagen, leicht gewagten Weinempfehlung dazu, dass dieser Wein super gepasst hat. Also ich mag ja schon auch mal einen solchen Jura-Wein sehr gerne. Sie sind sehr speziell. Die haben eine sehr intensive Firnisnote, dieser Vingeon. Und das Interessante war tatsächlich in der Kombination, dass die Essenz der Wein diese Firnisnote relativ weit genommen hat und er eigentlich wie ein ganz normaler, runder, moderater Weißweinbegleiter erschien. Genau, wir machen weiter mit der nächsten Inspiration, 4.3 vom Herrn Geiger. Wir haben Apfelstaudensellerie und Essig.
Wir kriegen jetzt die rote Beete mit dem Sellerie. Heißt sehr erdige Töne. Die holen wir hier wieder mit ab. Dazu ein bisschen den Essig, diese Säure. Super schön. Hört sich schlimmer an, als es ist mit dem Essig. Sehr schön ausgewogen. Also, für mich hört sich's nicht schlimm an, weil ich liebe Essig. Ja, es ist perfekt. Und daher geht's zum Château Gabanau. 2014er Jahrgang. Eine schöne Weißwein-Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon. Wir kriegen die Rotbarbe. Rotbarbe ein sehr filigraner, edler Fisch. Da haben wir den Sauvignon Blanc mit seiner Raffinesse, mit diesen leicht kräutrigen Noten. Und der Semillon holt aber so schön den Seeigel, diesen Safran, diesen Muschelvelouté, die wir dabei haben, wieder ab, dass wir so ein bisschen die Cremigkeit hineinkriegen. Ganz viel Vergnügen. Danke, es klingt traumhaft. Los geht's. Jetzt fange ich mal beim Herrn an. Bretonische Rotbarbe, abgeflammt, gegrillt. Wir haben Safran-Fenchelsoße mit dabei, Ratatouille, geschmorte Aubergine, glasierte Miesmuscheln, geröstete Artischocke. Also ein sehr provinzialisches Gericht. Ravioli. Wir haben zweierlei Raviolis. Rote Beete Ravioli mit Ziegenkäse gefüllt. Sellerie Ravioli mit seinem Sellerie gefüllt. Wir haben eine braune Butter mit dabei, mit Senfkörnern aromatisiert, bisschen Salz, Zitrone und Pinienkerne. Glasierte rote Beete und gegrillte Knollensellerie-Stücke sind auch noch mit dabei. Guten Appetit. Und was ist das Hübsche? Das sieht nämlich aus, als ob ich eine Jakobsmuschel hätte. Das ist der gegrillte Knollensellerie. Also das kleine Runde mit den Grillmustern ist der Sellerie. Und da, wo das drin liegt, ist einfach nur ein kleines, ein gebackener Brickteig. Der bringt einfach nur so ein bisschen Crunch mit rein. Und das kleine Runde ist der Sellerie gegrillt. Aber das ist ein Brickteig, also nichts mit Jakob. Rein vegetarisch. Yeah, guten Appetit. Aber ja. Sieht toll aus. Vielen ja, Dank. Danke. Genießen Sie es. Ja, danke. Dank. Ja, der Gang war wirklich hervorragend. Also ganz leichte, fluffige, frische, filigrane Aromen, eine ganz dezente Safrannote mit der Rotbarbe. Wirklich perfekt. Und interessanterweise war jetzt also der Weißwein quasi die Litfaßsäule, an die sich das Gericht anlehnen konnte. Also eine tolle Kombination, wirklich traumhaft. Ja, das war es bei mir auch. Eine sehr schöne Kombination. Diese Ravioli aus Gemüse, aus rote Beete und Sellerie und diese Füllung dabei, ganz großartig. Die Aromen super sauber ausgearbeitet. Dann auch dieser Crunch, der da dabei war. Das gibt ein schönes Mundgefühl. Und was total überzeugt hat bei meinem Gericht, das war die braune Butter, die unten die Basis für dieses Gericht gemacht hat im Teller. Und das war eine tolle Ergänzung. Also tatsächlich, auch da möchte ich sagen, bin ich inspiriert, auch öfter mal vielleicht mit so einer braunen Butter mit Gemüse zu arbeiten, weil das dann nochmal so einen nussigen Touch gibt, ohne dass man jetzt unbedingt Nüsse dabei haben muss. Genau, wir machen gleich weiter mit dem Täubchen. Wir sind in Italien, Gattinara, Weingut Nervi. Ein sehr trockener Wein, das ist wirklich, ich würde fast sagen, bei der Flüssigkeit schwierig zu beschreiben, aber fast staubig. Wir haben eine richtig schöne, kantige, trockene Note dabei. Wir haben die cremige Taube dazu, das harmoniert einfach schon und trotzdem haben wir die Kraft dabei. 2013er Jahrgang heißt, wir haben auch eine gewisse Reifung dabei. Ich wünsche ich ganz viel Vergnügen. Ja. Und zwar, wir kommen zur Taube, Miraltaube. Ein Züchter aus Frankreich. Wir haben auf dem Teller Taubenbrust rosa gebraten. Wir haben eine Taubensoße mit dabei. Einen Gyoza, also einen asiatischen Ravioli, gefüllt mit Herz und Leber von der Taube. Pastinakenpüree. Wir haben Trevisiano, ist eine Radicchio-Sorte. Die bringt so ein bisschen was Bitteres mit rein, ist aber leicht karamellisiert. Separat, keine Angst haben, ist die Taubenkeule. Einfach unter dem Aspekt, wir verarbeiten das ganze Tier. Deshalb haben wir die Kralle jetzt auch mit dran gelassen. Zupacken, bisschen abnagen. Die hat ein ganz, ganz eigenes Aroma. Die wird auf Holzkohle gegrillt. Okay. Guten Appetit. Dankeschön. Also der Gang, der war schon herzhaft. Man könnte fast sagen, provokativ präsentiert. Also die Taubenbrust, natürlich schön in der Soße. Aber das Flügelchen mit der Kralle dran, sehr praktisch, weil man kann sie dort nehmen, die Keule, und einfach abnagen. Und ich muss sagen, also es hat auch sehr gut geschmeckt. Es war ein schönes Barbecue-Gefühl bei dem Flügel. Es war ein sehr feines,
filethaftes Gefühl quasi bei der Brust. Eine schöne, cremige, sämige Soße dabei. Und die Innereien, ich habe es probiert. Das ist okay. Taube ist jetzt nicht unbedingt mein absoluter Favorite, aber so wie hier präsentiert und dann auch noch mit dieser wirklich außergewöhnlichen, aber herrlich passenden Weinbegleitung, echt ein Erlebnis. Wir machen weiter mit der Inspiration 4.9, Grenache, Zwetschge und Kräuter. Wir haben einen kleinen Eiswürfel mit Kräutern versetzt, das heißt, umso länger wir warten, umso mehr kommt dieses kräutrige Flavor einfach mit hinein. Super, danke. Bitte. Beim Herrn gehen wir nach Spanien. Blind verkostet würden Sie mir aber sagen, wir sind im Bordeaux-Wein. Es ist ein Rioja von Vina Tondina Reserva 2011. Sehr gereift. Besonderheit da ist es, dass die Reifungszone gar nicht so zum Vordergrund kommt, sondern eher diese schlanke, frische Linie wieder ist. Das ist diese bärigen Noten, aber das sehr elegant und schlank dadurch diese Reifung. Vina Tondina wartet auch ziemlich lange, bis sie den Wein auf den Markt bringen, machen nur eine Ausnahme. Jahrgängen und dann lassen die den wirklich ewig, also fast 10 Jahre im Weingut lagern, bis sie das wirklich zum Verkauf freigeben. Super, auch schon von der Optik ein ganz klassisches Haro-Etikett. Schön. Bitte sehr. Danke. So, wir kommen zum Hauptgang. Rosa gebratenes Kalbsfilet. Das Ganze ist eingepackt mit einem Spinatmantel. Wir haben einen großen Brotmantel außen herum. Madeira-Soße, zweierlei Karottenpüree und kleine gebackene Kartoffelkrapfen. Soße lasse ich in der Mitte stehen. Dann bei der Dame geschmorten Lauch. Wir haben es natürlich ein bisschen angepasst. Normalerweise sind noch so kleine Algen mit dabei, das haben wir ein bisschen weggelassen. Geschmorter Lauch. Wir haben Champignons und wir haben Kräuterseitlinge. Gegrillt, gebraten, ein bisschen roh mariniert. Hollandaise, wir haben gebackene kleine Kartoffelkrapfen ebenfalls, wie beim Kalbsfilet dabei und separat nochmal eine Hollandaise. Sieht sehr ansprechend aus. Ich freue mich. Viel Vergnügen. Ja. Danke. Dankeschön. Ja, wie in einer Schnur aufgereiht, wechseln sich bei mir hier auf dem Teller Champignons, Kräuterseitlinge und ein sehr gut auf den Punkt gegarter Lauch ab. Hier ein Tupfer, glaube Kartoffeln, wie so Kartoffelpüree. Und da ein kleines ausgebackenes Bällchen von Kartoffeln. Sieht super schön aus, erinnert mich dieses Mal nicht an den Frühling, sondern an den Herbst. Und geschmacklich sehr fein aufeinander abgestimmt. Jetzt werden auch die Geschmacksnoten hier bei diesem Gericht wirklich intensiv. Also so ein bisschen so, wie du es vorher bei deiner Pilzkonsommee hattest. Genau. Mein Hauptgang, das Kalbsfilet. Im Brotteig Spinatmantel. Gefällt mir eigentlich von der optischen Aufmachung her bisher mit am allerbesten. Also eine wunderschöne Marmorierung. Es erinnert mich so ein bisschen an die Kirchen in Siena und Florenz. Also dieses Schwarz-Weiß-Spiel. Ich meine, hier ist es dunkelgrün vom Spinat, aber es wirkt halt auf die Ferne so. Ja, ist auch von der Aromatik einfach eine schöne Ergänzung. Ein wunderbarer Umami-Geschmack da drin. Das leicht natürlich perfekt, von der Qualität perfekt gegart. Die Aufmachung dazu und die Soße, ein Traum, ein Träumchen, diese Soße, diese Demi-Glace, einfach super. Also so ist eine perfekte Soße. Und tatsächlich ist die Weinempfehlung super passend, weil klar, das ist ja durchaus sehr klassisch französisch angehaucht und ja, der Wein aus dem Rioja, aus dem Haro mit auch wirklich diesem klassischen Etikett. Das ist eigentlich ein Bordeaux von der gesamten Machart. So, wir haben eine kleine Erfrischung dabei nach dem Hauptgang. Einen Mini Tier Royal. Das heißt, wir haben ein Champagner-Süppchen, ein Joghurt-Eis, Cassis, Perlen. Man hört das so ein bisschen bitzeln. Kennt man vielleicht von früher. Es ist, man sagt Knallbrause dazu, hat einen ganz lustigen Effekt im Mund. Wir haben das Ganze nochmal angepasst. Wir haben ein Passionsfrucht-Süppchen, Joghurt-Eis, Himbeeren mit dabei. Sehr schön. Viel Spaß. Danke. Genau, wir machen Inspiration 4.1 von Herrn Geiger weiter. Apfel, Vogelmeere und Meersalz. Wir haben 3 frische Lorbeerblätter mit dazu gefüllt, weil wir haben gleich ein Soufflé mit Lorbeer eingearbeitet und dann kommt das wieder so spielerisch zusammen. Viel Vergnügen. Danke.
Genau, und Herr im ganz klassischen Obergano. Sautern, 2020er Jahrgang, braucht man nicht viel sagen, angenehme Süße, wieder eine leichte Säure dabei, schön abgerundet. Viel Vergnügen. Danke. So, ich beginne mit Topfensoufflé. Ich erzähle ein bisschen schneller, weil das Soufflé natürlich sonst zusammenfällt. Links Topfensoufflé. Wir haben in der Mitte eine Heidelbeer-Vinaigrette, das Ganze in einer Glasampulle. Das dürfen Sie selbst verteilen, wie Sie das gerne möchten. Steht auf einem Dekoständer, das ist natürlich nur reine Deko, ich sage es immer nur vorsichtshalber dazu. Rechts ist ein kleines Glas gefüllt mit einem Heidelbeer-Ragout und einem Lorbeereis. Weiße Schokolade, das Ganze als Schnitte. In der Schnitte haben wir Baby-Ananas im Kern mit eingebaut, das Ganze nochmal ummantelt mit weißer Schokolade. Wir haben geröstete Pistazien mit dabei und auf der rechten Seite ein Pistazieneis. Sehr kunstvoll. Ja. Also sind Sie auch Patissier oder? Nee, das sind dann, also ich habe zwei Patissiers, die sich rein nur um die Desserts kümmern. Ich habe schon so meine Ideen oder Sachen im Kopf, aber die Umsetzung, das machen dann schon zwei Patissiers. Ja. Also das ist schon nochmal eine ganz eigene Sparte, was Desserts angeht. Da scheiden sich die Geister. Ein guter Koch ist, sagen wir mal, ein schlechter Patissier und umgekehrt. Also das ist wirklich eine ganz eigene Hausnummer, okay. Patisserie. Ja. Super. Guten Appetit. Danke. Viel Vergnügen. Und an der Stelle sage ich dann auf Wiedersehen. Wir sind jetzt dann am Ende. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Absolut. Also es war fantastisch. Sowohl fürs Auge als auch für den Gaumen. Ja, wunderbar. Richtig gut. Ja, danke. Genießen Sie es noch? Ja, das machen wir. Und weiterhin viel Spaß. Ja. Und vielleicht bis morgen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen gewagt, so ein Dessert zu servieren nach einem Mehrgänge-Menü, wo man ja durchaus schon wirklich satt ist, obwohl die Portionen auf den Tellern wirklich eine sehr angenehme Größe haben. Und schön finde ich, dass dieses Soufflé tatsächlich auch noch bei mir mindestens passt und es duftet wirklich sehr gut. Weil dadurch, dass es noch warm ist, entfaltet es ja einfach auch diesen wunderbaren Soufflé-Duft und die Kombination mit der dunklen Beerensoße aus dem Reagenzglas und den Beeren mit der Schaumnocke, die da in dem durchsichtigen Schälchen liegt, das ist auf jeden Fall schon mal super schön anzusehen. Und natürlich, wenn man das dann auch zusammen genießt, harmoniert es wirklich wunderbar. Ja, ich dachte, da erscheint so eine kunstvoll gebogene Käsescheibe auf meinem Dessertteller. Tatsächlich war es eine kunstvoll gebogene, hauchdünne Platte, ein Plättchen von weißer Schokolade, die eben diese Baby-Ananas umhüllt hat. Also die Texturen, die Aromen, vielfältig komplex, aber wunderbar aufeinander abgestimmt und ein herrlicher Gesamtgenuss. Vor allem mit dem klassischen Begleiter in meinem Weinglas, nämlich einem Sautern. Und ja, Sautern ist so wie Led Zeppelin oder Foie Gras. Genau, wir sind zum Abschluss angekommen. Wir haben unsere Petit Four. Ich fange einmal ganz links an mit unserem Schaumkuss von der Limette. Dann haben wir unsere kleine Baby-Kokosnuss. Also wirklich eine ausgemachte Kokosnuss. Wir hatten ja am Anfang schon mal sowas, was wie die Milchschnitte aussieht. Wir haben jetzt nochmal kleine Milchschnitte dabei. Diesmal Mascarpone und die Himbeere. Und unser Cannelé Brandteig mit Vanillecreme. Viel Vergnügen. Danke. Wow, Tina. Jetzt steht hier vor uns so eine kleine schwarze Bank mit dem Hirschsymbol da drauf und vier kleinen Petit Four. Also das sind vielleicht so die Sternschnuppen zum Ende dieses Menüs. Das sieht traumhaft gebaut aus und ich bin sicher, es wird auch genauso schmecken. Ich bin mal gespannt, aber so als Resümee, dieser Abend hier war wirklich außergewöhnlich, richtig outstanding. Das war ein wirkliches Feuerwerk von verschiedenen Aromen, aber nicht in einer großen Lautstärke, sondern sehr schön meisterhaft komponiert. Schön zusammengesetzt, filigran, komplex, aber mit einer klaren Struktur auf jedem Teller. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, also ich denke mal, nach diesem Menü ist mir sehr deutlich klar, wo der Unterschied zwischen einem und zwei Sternen liegt.
Ich fand unsere kulinarische Reise heute Abend auch sehr schön. Und mir hat auch wirklich zu keinem Zeitpunkt ein Fleisch oder ein Fisch gefehlt mit meinem vegetarischen Menü, weil auch da die Aromen wirklich toll rausgearbeitet waren. Und man kann ja durchaus auch fleischlos sehr schöne Umami-Noten produzieren. Genau das ist dieser Küche hier ausgezeichnet gelungen. Und auch dieses Spiel dann wieder mit den Früchten, mit den Fruchtsoßen, das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und was mir auch sehr gut hier im Restaurant gefällt, ist tatsächlich der Service, den wir hier heute Abend genossen haben. Denn zu Beginn des Abends, wo noch viele Tische besetzt waren, da hat es fast gar gewuselt an Personal. Gewuselt aber in einem sehr, sehr angenehmen Sinne. Denn die jungen Männer, die waren hier unterwegs, die waren beschäftigt, die waren sehr aufmerksam und gleichzeitig sehr ruhig, sehr zurückhaltend, sehr dezent. Es lief wirklich wie am Schnürchen, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass die großartig miteinander kommuniziert haben. Vielleicht mit den Augen, mit dem Mund auf jeden Fall wenig. Und jeder wusste genau, wann er zu welcher Zeit was zu tun hat. Das ist was, wo ich sage, das gehört für mich auch in so ein Haus, zu so einem Abend. Weil so ein Service rundet dann auch so eine kulinarische Reise einfach ganz fein ab. Ich habe mich total aufgehoben gefühlt, richtig umsorgt und ja, mich auch sehr wohl gefühlt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir es auf, dass es genau so war. Und das ist der beste Beweis, glaube ich, genau dafür, was du gerade gesagt hast. Das macht sicherlich auch einen Teil des Erfolgs auch dieses Hauses und natürlich einfach ein Teil dieser Wertigkeit aus, die du eben mit diesen zwei Sternen hier auch ganz klar manifestiert bekommst. Und was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ist die Weinbegleitung von dir und auch die antialkoholische Begleitung von mir. Da haben sich wirklich die Menschen hier große Mühe gegeben. Die haben sich viele Gedanken gemacht, was kann dazu passen zu den einzelnen Gerichten. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen hier und auch fantastisch mit diesem Cocktail, der ja auch von den Kollegen hier kreiert wurde an der Bar. Also Kreativität zieht sich hier durch die Küche, durchs Haus und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und auch die Experimentierfreudigkeit bei den Digestifs, die hier der Restaurantchef mir präsentiert hat, war durchaus sehr spannend und sehr überraschend. Hier wird wirklich Aromatik, Kulinarik im besten Sinne gelebt und geliebt und das macht einfach den Mehrwert auch aus. Also hier in diesem Restaurant ein Chefmenü oder ein Menü Legume zu genießen, das ist wirklich eine außergewöhnliche Freude, ein ganz tolles Erlebnis. Also wenn du mal was ganz Besonderes willst, zu einem ganz besonderen Ereignis oder Erlebnis, dann ist das mit Sicherheit die richtige Wahl, hier dieses Zwei-Sterne-Restaurant aufzusuchen. Aber ich finde, wie Ralph Waldo Emerson schon gesagt hat, wahrer Reichtum liegt nicht im Besitz, sondern im Genuss. Auch einfach nur zum Genießen, ohne großen Anlass, sondern einfach um das Leben zu feiern, macht es wirklich eine große Freude, hierher zu kommen. Und Boris Rommel hat hier mit seinem Team, aber auch mit seiner Kongenialität in der Küche wirklich ein ganz, ganz zauberhaftes Restaurant etabliert. Und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Da kann man bestimmt auch noch einiges erwarten. Wir haben ja wunderbar heute zu den Sternen gegriffen und der Abend ist jetzt auch schon fortgeschritten. Es dauert dann doch seine Zeit, bis dass man dieses Menü in Ruhe genossen hat. Und deshalb blinzeln hier jetzt schon die Sterne am Himmel durch die großen bodentiefen Fenster. Ich denke, Burkhard, wir beschließen jetzt einfach diese Podcast-Episode und überlassen es unseren Hörern und Hörerinnen, ob sie auch irgendwann mal Lust haben, hier bei Boris Rommel nach den Sternen zu greifen. Wir hatten viel Spaß, viel Freude und unheimlich schöne Genussmomente und wünschen auch dir, wie immer an dieser Stelle, auch ganz viele Genussmomente. Genieß das Leben, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Donnerstag. Mach's gut. Ciao, adios. Au revoir. Et à bientôt.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen. Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir. Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja, wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss. Deine Feinschmecker-Guides Bettina und Burkhard.